Herzlich willkommen, ihr Mitglieder unserer Pfarreiengemeinschaft, heute an diesem Sonntag, dem 15. August, hier in Schwebheim. Da ist der Platz, wo wir uns am Vormittag zum Gottesdienst versammeln. Denn wir in der katholischen Kirche, die ganzen Ostkirchen und auch manche evangelische Kirchen feiern diesen Festtag. Von der Aufnahme Mariens in den Himmel, von der alten Sprache Maria Himmelfahrt. Ein herrlich schönes Fest mit unwahrscheinlich vielen Traditionen. Und eine der schönsten Traditionen ist der Kräuterbuschen. Also herzlich willkommen hier im Wäldchen, wo wir bei uns im Gottesdienst sind. Anthony, herzlich willkommen heute bei uns in dem Video, denn du hast so eine Reihe von Fragen geäußert über dieses Fest. Die meisten kapieren den Sinn von dem Fest überhaupt nicht. Und du wolltest einfach wissen, was für einen Sinn hat dieses Fest. Genau richtig. Herr Müllek, ich dachte, ich frage Sie als mein Religionslehrer und unseren Pfarrer, was Sie überhaupt bei dem Fest Maria Himmelfahrt denken. Also, wenn das Fest Maria Himmelfahrt kommt, dann sind mir aus meinen Kindertagen drei Bilder geläufig. Das erste Bild, Anthony, ist einfach folgendes. Maria in dem freien Flug nach oben in den Himmel. Also sie verlässt das Grab und kommt in den Himmel. Und dann ist eine Sache ganz wichtig immer auf den Bildern. Maria ist noch schöner als zu ihren Lebzeiten. Das zweite Bild, das mir persönlich besonders behagt, habe ich in Jerusalem beim Studium kennengelernt von der orthodoxen Kirche. Maria liegt auf dem Totenbett. Und dann kommen alle, versammeln sich um die sterbende Maria. Und dann kommt natürlich Jesus und trägt ihre Seele in der Form eines Kindes in den Himmel. Also das, was unsere Identität ausmacht, das, was dich, was mich ausmacht, unsere Identität, unsere Seele wird in den Himmel getragen. Und das war für mich eine sagenhafte, überraschende Neuentdeckung, wie ich in Jerusalem studierte. Ein großes Fest in der orthodoxen Welt. Und dann gehört das dritte Bild dazu, nämlich die Apostel sind um das Grab Mariens versammelt. Ihr Körper ist weg, aber mitten im Grab kommen laute Kräuter und Blumen vor. Und das tröstet und erfreut die Apostel und alle, die mit Maria vertraut waren. Deswegen, zum Festtag Mariens, braucht man diese drei Bilder im Kopf. Okay, dazu hätte ich jetzt noch eine Frage, und zwar, welche Bedeutung hat das für mich, einen katholischen Christen? Also, da lässt sich etwas ganz Einfaches sagen. Bei dem Fest Maria Himmelfahrt geht es ganz konkret um meinen ganz persönlichen Lebensplan. Und da gibt es so unterschiedliche Etappen, wo der Lebensplan sich entwickelt. Das eine ist zu Hause bei der Familie. Das andere ist natürlich unser Kindergarten, die Schule. Welchen Beruf wähle ich mir? Wie ist das mit der Partnerschaft? Also wie plane ich, wie werfe ich meine Zukunft? Und dann ist das Zünglein an der Waage, ob ich den Himmel mit einkalkuliere. Und wer den Himmel mit einkalkuliert, der hat sozusagen einen zweiten Weg. Der erste Weg: ich muss ununterbrochen alles leisten. Von den Beziehungen her, von der Arbeit. Ich muss mir Fähigkeiten aneignen, ununterbrochen. Und wer den Himmel mit einkalkuliert, der hat sozusagen eine Alternative. Ich habe alles geschenkt bekommen. All die Fähigkeiten habe ich. Und kann ganz gelassen und locker sagen, ich entwickle die. Ich hole die aus mir raus. Ich habe alles. Der Himmel geht in meine Geschichte auf. Und dann kann ich ganz freier und glücklicher agieren. Kommen wir jetzt zu meiner letzten Frage. Und zwar, was ist für Sie das Schönste an dem Fest? Das Schönste, das sind drei Dinge. Erstens, ich werde an dem Tag garantiert vieles Schöne und Gute genießen. Weil ich mich einfach freue, dass ich von Anfang an solche Vorgaben hatte, die ich ununterbrochen entfalten kann. Und weil ich ununterbrochen auf diese Vorgaben zurückgreifen kann.
Also werde ich auf jeden Fall ein ganz schönes Festessen an dem Tag machen. Die zweite Sache, ich freue mich ganz einfach, mit unseren Kirchengemeinden das Fest zu machen. Nämlich genau zu verstärken, ey, fürchte dich nicht, trau dem Leben alles, was kommt. Du hast die Chancen, es zu meistern, es steckt in dir drin. Also hab Lust an deinem eigenen Leben. Und das dritte an dem Tag, wenn alles so gut klappt, am Abend mit unserer Ostkirche, mit den Orthodoxen zu feiern, weil die am Abend von dem 15. eine der schönsten Liturgien besitzen. Das sind die drei Sachen, auf die ich mich an dem Fest freue. Und dann, wenn sie ihre Kräutersträuße bringen, und dann heißt es, wir brauchen diese Partnerschaft zwischen unserer Erde, den Kräutern, und zwischen uns Menschen. Wir haben auf einer schiefen Bahn unsere Erde aus dem Lot gebracht. Es brennt in Algerien, eine wahnsinnige Sache. Und dann brauchen wir diese Balance, die wir mit dem 15. August feiern. Alles Gute, die Heilkräuter sind hier. Ich brauche sie nur zu entdecken, zu genießen und habe Chancen, wenn ich meine, diese unsere Erde liebe. Deswegen herzlich willkommen zu dem Festtag am 15. August. Es soll ein frohes, ein heiteres und schönes Fest werden, weil wir leben können, ohne uns fürchten zu müssen.